Also Leute, hier ist Trackline, ist wieder zurück mit Kingdom Hearts komplett und Sora hat gerade einen Punkt auf der Stirn gehabt. Ein Lens Flare. Im Abschnitt von Kingdom Hearts 3. Denn wir in diesem Part ein, zwei Fotosmissionen machen und dann heißt es Gummischiffe, Gummischiffe, Schummischiffe, Schummigiffe. Warte mal. Ich kenne den schnelleren Weg des Abstieges. Warte. Hey, the storm is gone. Das wissen wir doch schon. Okay. See, we've got a better way up now. Während das zwar wahr ist, will ich aber noch weiter runter, nämlich dort, wo diese Röhre hier hinführt. In die Schmiede der Götter. Also los. Nicht wer, sondern was, Herkules? Was? Die Schmiede. Eine weitere Fotomission. Und ich kann niemals runter ohne... die Soundfiles abspacken zu lassen. Das Schmiedefeuer, das muss das im Ofen sein, nehme ich an. So. Yay. Sehr schön. Na dann. Man muss sich immer dran gewöhnen, dass man Dreieck bei diesen Rails drücken muss. So. Oh, lass mich hoch. Wir werden nochmal zum Allvater gehen. So, und dann, wie gesagt, in diesem Part erwarten uns hauptsächlich Gummimissionen. Nein. Vor allen Dingen nicht, ohne dass ich gespeichert habe, verdammt. Hier, bumm. Ganz kleinen Moment. Geht sofort weiter. Gut. Auf zur Weltkarte. Ach ja. So, also folgendes. Wir haben Gummimissionen. Na, beziehungsweise die Gummi-Weltkarte. Und dort gibt es einige Sachen, die man zu machen hat, neben Schatzsphären einsammeln. Es gibt dort... lass mich mal kurz gucken. Missionen. Manche beschrieben, manche nicht. Darum kümmern wir uns nicht hauptsächlich. Es gibt Schätze. Einige hiervon werden wir später bekommen. Es gibt Baumplanfragmente. Vor allen Dingen, die will ich jetzt demnächst suchen. Und hier in den Rekorden sehen wir die Kämpfe, die wir in dieser Gummischiff-Area gemacht haben. Und welche Ränge wir hatten. Ich muss noch die drei machen. Das ist mir ein Bedürfnis. Also brechen wir auf. Außerdem muss ich noch, warte mal, den da freischalten. So, lass mal sehen. 818 schon. Also erstmal, wir stellen hier einen zweiten Mini-Jet ein. Beziehungsweise... es wäre vielleicht ganz gut, mal keinen neuen Jet zu erstellen, aber einen neuen Jet zu editieren. Erstmal gucken wir bei Mini-Jets. Wir nehmen den guten hier. So, und dort montieren wir jetzt einfach mal Waffengummis. Schauen wir mal, kosten 40. Ich kann nur eine Waffe dran machen fürs Erste. Schauen wir mal. Habe ich nicht vielleicht den einen oder anderen Basisgummi hier wegnehmen kann? Leider überhaupt nicht. Es ist trotzdem immer noch zu viel. Da muss eine Waffe weg. So, wir machen da den schlichtesten Jet draus, den es überhaupt gibt. Dann nehmen wir hier noch eine Waffe weg. Sind bei 81, dann ist das alles, was ich erstmal machen kann. So. Und das speichern wir einfach mal als
Destroid. So, und den werden wir immer weiter editieren. Mini-Jet-Editor abschließen. So, Gummijet. Da nehmen wir ebenfalls die Falken. So. Und montieren da ein, zwei Sachen dran. Auf Waffengummis. Ein Feuergar-Gummi. Gucken wir mal. Kosten 60, ist also ganz okay. Machen wir mal so. Hier nehmen die Flügel. Hab nur einen davon. Deswegen kommt hier daneben erstmal das da. So, warte mal. Bumm. Dann haben wir hier noch zwei. Hier unten können wir noch einen dran machen. Und dann sind wir mit unseren Kosten schon ein bisschen besser. So. Und das Ganze speichern wir als, Ah, ich hab's. Wir sind ja so mit Feuerer und Feuerer und Feuergummis. Deswegen gehen wir mal auf, keine Ahnung, U. Kann ich hier so? U, R. Du bist gefeuert. Hab hier leider keine Ausrufezeichen oder sowas dran. So, you're fired. Warte mal. You are? Das kann ich aber so nicht ganz. Oh, warte. So. Oh, warte. So. Kann ich so nicht ganz stehen lassen. You are fired. Passt schon besser. Okay. Und den werden wir immer so weiter editieren. Und mit dem werden wir jetzt aufbrechen. Da haben wir nämlich bessere Chancen, Gummimissionen einfach besser zu erledigen. Von hier aus. So. You are fired. Mini-Jet ist destroyed. Mini-Jet ist destroyed. So. Weiter geht's. Let's go. Und ich habe schon eine der Sachen gesehen, die ich unbedingt kriegen will. Hier hinten haben wir es. Guckt euch das an. Einer der violetten Kristalle. Kristalle. Darin sind unsere Bauplanfragmente, die ich haben will. Denn die Bauplanfragmente setzen sich zu einem Spezialbauplan Plus zusammen. Und das ist nichts anderes als ein Hyper-Mega-Gummijet, den ich für den weiteren Verlauf der Gummimission unbedingt haben will. So, das Nervigste ist, dass mein Jet nicht sonderlich schnell ist. Etwas, was ich auch im Verlauf der Upgrades-Barkeiten verändern werde. Aber erst will ich ein paar Level aufsteigen. So, hier haben wir noch einen. So, die Baupläne werden als blaue Kristalle auf der Karte angezeigt. Und ja, als blaue Kristalle. Auch wenn sie keine blauen Kristalle sind und es dennoch blaue Kristalle gibt. Um die Bauplanfragmente zu finden, muss man leider alles auf der Karte abklappern. Sie niederschießen kann helfen, aber auch nur, wenn man eine Area durchsucht, denn sie respawnen leider auch. Also ist es nicht das Einfachste, die Baumplanfragmente zu finden. Ist ein bisschen blöd. Aber kann man nicht ändern. So. Hier sei angeblich noch einer der Kristalle. Schauen wir mal. So, dieser Part hier wird so, keine Ahnung, mindestens eine Stunde lang sein, weil ich wirklich viel von der Gummischiff-Geschichte schaffen will. Ah, es war nur ein blauer. Ich kann nicht sagen, ob das mal ein Lilaner war. Höchstwahrscheinlich nicht. So, jetzt haben wir da hinten zum Beispiel ein Kristall auf der Karte und so werde ich mich erstmal von Kristall zu Kristall bewegen. Fürs Erste. Es ist sogar ein Violetter. Sehr schön. Und zwischendurch muss ich den einen oder anderen Kampf initiieren, weil herauszufinden, welche Kämpfe man noch nicht geschafft hat, ist nicht so leicht. Es gibt ein, zwei Hilfsmittel, aber es gibt leider keine direkte Liste, die dir sagt, oh, dieser Kampf wurde noch nicht geschafft. Da hinten der mit dem Boss, den haben wir zum Beispiel. Also den brauche ich nicht abklappern. Da hinten ist noch ein violetter Kristall.
Irgendwo auf der rechten Seite habe ich auch noch einen Kristall, welche Farbe auch immer der dann haben wird. Was man leider auf der Karte nicht sehen kann. Da hinten ist noch ein Violetter. So, ihr merkt, die violetten Kristalle haben eine Health Bar. Man braucht ordentlich Feuerpower, um sie schnell zu erledigen. Vor allen Dingen so schnell, wie ich es hier mache. Das ist einer der Gründe, warum ich mein Schiff mit extra Feuerpower ausgestattet habe. Ein anderer ist natürlich, damit ich, wie sagt man so schön, das ist ein blauer, den brauche ich nicht. Dann gehen wir erstmal auf den, den ich da hinten gesehen hatte, welcher auch immer das war. Ja, mehr Feuerpower hilft mir aber auch, normale Gummimissionen schneller abzuschließen, beziehungsweise einen A-Rang zu schaffen. Man darf aber nicht zu stark sein, denn zu stark gibt es tatsächlich auch, was einen dann den Rang versaut und einen manchmal auch auf einen B-Rang lockt. Also, sowas gibt es auch. So, das da unten ist ein blauer. Da hinten ist ein Violetter. Wir. Da hinten ist ein Violetter-Eis. Boom. So. Gut, folgendes. Das ist ein Level 1-Kampf. Um zu gucken, ob ich diesen Kampf habe, gibt es eine Möglichkeit. Wir gehen jetzt auf Gummirekorde und sehen hier die ganzen Level 1-Kämpfe, beziehungsweise alle Kämpfe, die ich noch nicht gemacht habe. Die Kämpfe, die ich noch nicht habe, kann ich nicht markieren, hilft also nicht. Was machen wir also in dem Fall? Wir markieren den da und das ist auch schon der Kampf, den wir sehen. Mit anderen Worten, den brauchen wir nicht. Das mag jetzt so erstmal so klingen wie, ey, das ist eine schöne Hilfe, um dich zu orientieren. Die Sache ist bloß, wenn ihr jetzt wegfliegt und wiederkommt, könnt ihr mit Sicherheit sagen, dass ihr den schon gecheckt habt? Ich nicht. Und da liegt die Krux des Ganzen. Das ist ein bisschen blöd gehandelt. So, auch weiß ich nicht, ob einer der Kristalle, den ich jetzt auf der Karte sehe, schon respawned war. Das ist der blaue, den ich eben dismissed habe, aber da war auch noch einer ein bisschen weiter rechts, den ich mir nie angesehen habe. Also wollte ich sowieso nochmal hier in die Ecke. Vor allen Dingen, weil ich den weiterhin nicht sehe. Manche Kristalle können natürlich auch in Bergen drin sein, weil es da auch Bergpfade gibt. Der hier ist es nicht. So, was mache ich jetzt, um schnell zu ihm runterzukommen? Bunk! Einfach gegen eine Wand fahren. Das passt in den meisten Fällen schon. So. Perfekt. Gut, jetzt haben wir irgendwo ein bisschen weiter hier in der Richtung noch einen. Wahrscheinlich im Bergpfad drin. Nein. Wobei, hier. Aber das ist auch nur ein blauer. Mit anderen Worten, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Yeah! So. Gut. Haben wir dran vorbeigeschlittert? So, folgendes. Informationen. Gummirekorde. Also, der war es ja nicht. Jetzt markieren wir den nächsten. Der ist es auch nicht. Dann haben wir hier Countdown. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Mit anderen Worten, das ist einer der neuen Kämpfer. Sehr gut. Das ist das ideale Szenario. Initiieren. So. Es ist nicht die optimale Lösung, aber es ist die beste Lösung, die ich für mich selbst herausgefunden habe, um Kämpfe ja, zu identifizieren, sagt man mal. So, bumm. Mit der extra Feuerkraft, die ich habe, sollte mir kein Kampf hier standhalten können. So, jetzt nehme ich noch meine Seitenfeuerwaffen dazu. Einfach mal überall langwischen und schon war's das.
So, das ist der A-Rang. Nur noch zwei Gegner besiegen und dann war's das. Bumm. Was hier nebenbei auch noch eine Sache ist, ich muss Sternbilder fotografieren. Da hinten haben wir eins. Ich weiß noch nicht, welche ich in dieser Datei fotografiert habe. Wir gucken einfach mal gerade. So, wenn der so angezeigt wird, habe ich den schon. Das muss so ein Fotorand drumherum sein. Oh, guckt euch das an. Ein violetter Kristall. Den nehme ich doch gerne. Irgendwo hinter mir ist auch ein Kristall, was auch immer der für eine Farbe hat. Aber den muss ich auch nochmal nachsehen. Bumm. So. Das ist nur ein blauer. So. Folgendes. In den Informationen und Gummirekorden sehen wir, dass eine weitere der zwei... Also die hier können wir außen vor lassen, da weiß ich auch, wo die ist. Der zwei Missionen eine einsternige ist. Es ist nicht die, also gucken wir mal. Alle einsternigen Missionen durch. Und wenn es keiner der markierten ist, haben wir hier schon die letzte einsternige Mission. Sehr gut. Na dann mal los. Dann fehlt uns nur noch eine zweisternige Mission. Und da es hier so wenige gibt, sollten wir die sehr schnell identifizieren können. Ich bin auch sehr froh, dass es hier als besten Rang nur einen A-Rang gibt und nicht S+7 wie in Kingdom Hearts 2. Auch wenn das mit dem Donut ein bisschen trivialer zu gestalten war, war es trotzdem ein bisschen, übertrieben. Kommt jetzt nochmal was? Danke. Komm schon. A-Rang. Sehr gut. Das Ding. Gibt zum Glück einfach mal 100.000 Punkte. Punkte definieren sich bei Missionen nebenbei. Ränge definieren sich bei Missionen nebenbei durch Punkte. Manchmal, man muss eigentlich bloß einen bestimmten Punktewert erreichen. Oh, Level 27. Jetzt heißt es noch... Schnell mal gucken. Das war immer noch der blaue. Seht ihr, und so schnell kann man durcheinander geraten. Level 28. Sehr gut. Das bedeutet mehr montierbare Teile. Eventuell. Je nachdem, wie viel die kosten. Wahrscheinlich dort irgendwo bei den Kristallen? Nein. Doch. Ja. Und es ist sogar einer von denen, die ich will. Sehr schön. So, mal schauen. Da könnte auch einer sein. Nein, das ist ein blauer. Man muss leider alle überprüfen immer, um die Violetten zu finden, weil die leider halt auch als blau angezeigt werden. Da könnt ihr jetzt nebenbei sehen, da drin ist der fünfsternige Gegner. Da kann man sowieso erst rein, wenn man ein Schiff hat, das schnell genug ist. Und, Spoiler Alert, ich habe es zurzeit nicht. Da hinten ist noch ein violetter Kristall. Soweit ich weiß, ist das einzige Sternbild, was mir nebenbei fehlt, neben Olympus Coliseum irgendwo. Weiß ich doch, Spiel, weiß ich doch.
Ich will ja auch gerade nicht rein. Ich stell dir vor, ich weiß, dass ich zu langsam und zu schwach für diesen Kampf bin. So. Und bumm. So, jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit zu gucken, welche Bauplanfragmente uns noch fehlen. Es sind 3 Stück. Und sie sind alle ziemlich in der Nähe voneinander. Weil sie in einer numerischen Reihenfolge auch so auf der Karte irgendwo verteilt sind. Ich würde sogar fast vermuten, dass sie in der Nähe von Olympus sein könnten. Aber auch gleichzeitig in diesem Vulkanberg. Oh, ich weiß doch noch, dass oben einer war. Guckt euch das an, hier im Vulkanberg sind auch 5 Stück in und um den Berg. Also hier muss es sein, glaube ich. Ich muss nur gerade irgendwie höher kommen. Das ist ja wohl die Höhe. So. Und dann gilt es herauszufinden, welche der Anzeigen... Da. Sehr gut. Die anderen müssten innen drin sein. Soweit ich weiß, war das der einzige, der oben drauf ist. Da muss ich nur noch den letzten Kampf finden. Den 2-sternigen Kampf. Und dann ist das Sternbild dran. Und dann ist alles, was in dieser Gummiroute überhaupt noch zu tun ist, der 5-sternige Kampf. Schauen wir mal. Ah, perfekt. Das war einer von denen. So. Hier drin ist noch ein einziger. Bitte lass es einen violetten sein. Oh nein. Nun, dann habe ich ein kleines Problem. Wobei, einer ist da am Ende noch. Schauen wir mal. Eventuell könnte es auch einer von diesen beiden hier auf der Karte sein. So, der wird wahrscheinlich höher sein. Links. Der ist es schon mal nicht. Wow! Gerade noch so. Bitte, bitte, bitte. Ist es auch nicht. Tja, dann hilft jetzt nichts. Dann hilft es jetzt nichts. Ich muss einfach alles überprüfen, was irgendwo auf der Karte auftaucht. Das ist das, was ich befürchtet hatte. Auch wenn er blau ist, ich werde ihn einmal niederschießen. Einfach nur, um mir einen besseren Überblick zu wahren. Auch wenn er in ein paar Minuten wieder respawnt. So, schauen wir mal. Und die Frage ist ja... Achso, es ist sogar der einzige 2-Stern-Kampf. Also, Ausschau hat nach einem 2-sternigen Kampf, der nicht rot ist. Denn der rote ist ein Bosskampf, den haben wir schon. Den brauche ich nicht. Und dann schreibt es mir in den Kommentaren, wenn ihr sie seht. Nein, bringt nichts. Schauen wir mal. So, warte mal, wir machen mal gerade Folgendes. Gehen auf die Zonenkarte. Ich meine, ich baue auch das Sternbild. Markieren wir erstmal Olympus. Oh je, ich bewege mich ja sehr weit davon weg. Wobei, jetzt ist gerade dieser Kristall aufgetaucht. Dem muss ich noch nachgehen. Ich brauche ein schnelleres Gummischiff. Das ist auch nur ein blauer. Verdammt. So. Einmal schnell da rein.
den Arm raus, nicht, dass ich diesen Bosskampf aus Versehen initiiere. Wobei ich seine Lebensleiste sehr schnell niedermähen dürfte mit meiner jetzigen Stärke. Da ist der zweisternige Kampf, guck mal. Und da links ist auch das Sternbild. Komm schon, sei der richtige Kristall. Nein, der ist es nicht. Ich meine, ich werde ihn niederschießen. Warte mal, ist es überhaupt das Sternbild? Es ist in der Nähe von Olymp. Aber es sieht doch so aus, als hätte ich den schon. Das ist der Kaktor, den habe ich schon. Jo. Dennoch, ich weiß ja, dass das Sternbild neben Olympus ist. Erstmal der Kampf. Dann haben wir die schon mal aus dem Tor. Also weg. Was kann man für A-Ringe empfehlen? Naja, nimmt genügend Feuerpower mit, sodass ihr auch die schwersten Gegner in ein paar Sekunden tötet und näht alles nieder. Das ist alles, was es zu wissen gibt. Und nehmt ein paar Verfolgungsgeschosse mit. Damit, falls euch doch mal jemand entgeht, ihr ihn noch offscreen platten könnt, was auch geht. Kurz langwischen, alles erledigen, nach und nach. Gut. Sehr gut. Eine Mission ist auch, 9000 Gummischiffe abzuschießen, also gegnerische Gummiherzlosen. Das ist auch sehr gut, so eine Mission immer wieder zu machen, die so 200 bis 300 Abschüsse generiert. Immer eine schöne Sache. Gut. Also, was für ein Kristall haben wir denn da? Na der. Naja, was soll's. Kümmern wir uns um das Sternbild. Na wobei, hier oben ist noch was. Also ich vermute jedenfalls, dass es hier oben ist. Nö, war's nicht. Da ist er, der Letzte. Oh Gott, was für ein Glücksgriff. Warte mal, nein. Lass das. Schnell runter. Olympus Kolosseum war die Antwort. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat so lange gedauert, dass ich offscreen alles gesucht habe. Achtung. Bunk. So. Yay. Und da ist das Sternbild, was ich die ganze Zeit suche. So, jetzt warten wir nur noch mal schnell auf den Boost. Und noch einmal. Wir müssen näher dran. Nein. Nein, das tust du jetzt nicht, Spiel. Sehr schön. Damit haben wir auch das letzte Sternbild. Gut. Gut, wir haben auch alle Baupläne. Nochmal hier zum Zeigen, das sind alle gewesen. Wie löst man sie jetzt ein? Man geht in die Gummimission. Und kassiert das Schiff, die Vega, unsere fliegende Festung. So, was wir jetzt machen ist, zur Weltkarte gehen. Und einmal schnell abspeichern. Wir werden jetzt diese Gummiroute komplettieren, also so wirklich komplettieren.
Neue Datei. Nur für den Fall, dass mit dem Part irgendwas nicht in Ordnung ist. Deswegen lege ich auch mehrere Speicherdateien an. Warte, nein. Ich glaube, hier ist es am nächsten. Wir müssen jetzt zu diesem Sandsturm-Ding. Gummijet. Wir nehmen die Vega. Wir werden wieder zu unserem anderen Jet zurückkehren, aber erst ein bisschen später. Unsere Mini-Jets behalten wir. Oh, was für eine fliegende Festung wir haben. So. Wir sind tatsächlich direkt daneben. Ich habe richtig vermutet. Dieses Schiff hier ist schnell genug, um durch den Sandsturm zu kommen. Also los. Zeit für einen Boss. Wir sehen keine Lebensleiste, aber das ist schon okay. Da kann uns nicht sehr viel entgegensetzen. Ich kann sterben bei diesem Kampf, versteht mich nicht falsch, aber es ist nicht so wahrscheinlich. Wenn ich gut genug ausweiche. Also nicht so. Na, 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 na. Ich mag die Gummiboss-Musiken. Das muss ich mal sagen. Huch. Oh, er hat sehr viel Schaden genommen, wenn er schon hier ist. So. Folgendes. Jetzt macht er die Laserattacken. Aber gleichzeitig wird er auch nicht mehr einsam agieren. Also gleich. So, da hinten ist der zweite. Noch ein bisschen ausweichen. Und, super Schuss. Gut, der erste ist weg. Dann bleibt nur noch der Hauptkörper und dann war's das. Natürlich habe ich noch keinen A-Rang oder sowas. Ich habe den Kampf gar nicht so lange in Erinnerung. Au! Was ist denn hier los? Ich meine, ich habe meinen A-Rang, jetzt muss ich aber noch irgendwie überleben. Warum stirbt er nicht? Ah, perfekt. Sehr gut. Das war alles, was es in dieser Route zu tun gibt. Wir können die Gummiroute endgültig wechseln. Und da wir die Welten in dieser Route auch erreicht haben und in der anderen Gummiroute jetzt immer umhergehen müssen, um neue Welten zu erreichen, ist es sowieso perfekt, dass wir dann nur noch die andere in Beschlag nehmen müssen. So, und das machen wir ebenfalls wieder mit der Vega. Die Finca Villa Vega. So, und was gibt es hier zu tun? Also, Gummirekorde, eine Menge Kämpfe, 4 Bosse, Schätze, Baufragmente, ein bisschen mehr als vorher, aber nur ein bisschen. Und natürlich hier. Und es gibt natürlich wieder einige Sternbilder abzufotografieren. Wir sind gerade bei keiner Welt, meistens sind die bei irgendwelchen Welten. Also kümmern wir uns um den ersten Kampf. Von dieser Route hier werden wir nicht alles in einem Part schaffen. Definitiv nicht. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt noch einen Sonderpart hier hinten dran klatschen werde. Denn die Sache ist, da wir jetzt insgesamt 4 Welten auf dieser Gummiroute haben, die wir bereisen müssen, können wir alles andere auch so ein bisschen nebenher machen, während wir diese 4 Welten ansteuern. Ich werde uns nur einen kleinen Vorsprung geben.
indem ich schon, sagen wir mal, 50% der Sachen mache. So. Also es gibt nicht viel, was die Gegner hier machen können gegen uns. A-Rang erreichen, dann passt das schon. Man merkt hier ist ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los, aber im Angesicht dieses Schiffes macht das überhaupt nichts. Eigentlich warte ich gerade nur, dass die Zeit abläuft. Sehr gut. Man merkt, hier sind noch viele Kristalle auf der Karte. Der erste ist schon blau. Das ist also schon direkt eine Niete. Und ihr merkt auch, dass sie ein bisschen mehr aushalten. Beziehungsweise, das ist nicht so richtig. Es ist eher, dass dieses Schiff hier zwar ein bisschen schneller ist, aber insgesamt einfach weniger Feuerkraft hat als mein anderes. Dafür hält es halt mehr aus und ist schneller. Und sieht cooler aus. Und sie sterben wie die Fliegen. Oh nein, ich wurde getroffen. So, bumm. Einfach weg. Und wir steigen im Level langsam weiter. Und das ist auch wichtig. Denn mit steigendem Level kann ich ja auch die Gummischiffe besser, die Mini-Stats ein bisschen besser ausrüsten. So, okay. Hier haben wir blaue Kristalle. Oh Gott. Ich bin ja schon ein bisschen versucht, das Schiff zu wechseln gerade. Ich meine, noch kann ich ein bisschen Feuerpower dazu holen. So ist es ja nicht. Das wird ja schon ein bisschen länger dauern. Ich will gerade erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, hier in diesem Feld alle Kristalle wegräumen. Damit ich einfach weiß, die habe ich schon. Der ist blau, den habe ich also schon. Der ist blau, den brauche ich also auch nicht. Das ist schon, was die angeht, die im Feld waren. Der ist auch blau. Gucken wir uns den hier noch an. Der ist auch blau. Jesus. Aber hier in dem Feld, da gibt es noch einen. Und er ist mit der richtigen Farbe versehen. Irgendwann läuft's. Gut, jetzt können wir diesen Boss hier machen. So sieht's aus.
In der ersten Lebensleiste. Ah, von dem sehe ich auch nicht die Lebensleisten. Wie schön. Im ersten Moment werde ich die ganzen Kristalle hier zerbomben. Dadurch löst sich nämlich das Schild auf. Oh. Und wenn wir im Inneren sind, geht's mit der nächsten Phase los. Da. In der Zwischenzeit schießen wir viel Zeugs ab, damit wir auch den A-Rang erreichen. Aber das passiert ja bei diesem Schiff quasi so nebenher. So. So viel zum Schild. Und auf geht's nach drinnen. Erstmal die Kanonen da loswerden. Die oben auf den Türmen sind. Der da drin feuert seinen Laser. So. So, ich erledige noch ein paar von denen. Damit die mich nicht so nerven. Und dann haben wir hier drin gerade die extra Feuerkraft. Und schon war's das. Sehr gut. Und da wir um die Festung jetzt auch alles erledigt haben, brauche ich mich darum nicht mehr kümmern. Ja. Ich kann nicht so gut drehen. So. Jetzt ist die Frage, was als nächstes? Ich meine, es gibt hier einen Kristall, den ich noch nicht überprüft habe. Nebenbei der Superboss der Gummimission, den ich irgendwann später herausfordern werde, der ist in diesem Tornado. So, wie gesagt, die im Feld haben wir, aber hier außen ist noch einer, den ich überprüfen muss, und der ist tatsächlich ein Violetter. Und da hinten ist noch einer. Den nehmen wir auch gleich auseinander. Schöne Gegend. So, da hinten haben wir noch einen Wegpunkt. Weiß gar nicht, ob ich den jetzt schon aktivieren kann. Ich will den auf jeden Fall irgendwann haben. Hier ist ein nächster, ein neuer Violetter. Any day now. Da ist eine der blauen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon überprüft hatte. Wahrscheinlich nicht. Und hier ist noch ein violetter. Da hinten ist noch ein blauer. Dann bleibt also nur noch der rechte, den ich überprüfen muss. Kann ich den schon sehen? Nicht so wirklich. Das ist auf jeden Fall eine Gegnergruppe, die ich noch besiegen muss. Bam, 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 badam, bam, badam. Mein Schiff ist so gut, dass greife ich schon Gegner an, die ich noch nicht mal auf dem Schirm habe. Gegner, die haben keine Chance. Das Lustigste ist, wenn man mit diesem Schiff so viel Feuerkraft hat und alle Gegner ausschalten kann, gehen sie auch 30 Mal so schnell wie sonst.
Hä? Oben oder was? Wird hier gerade was angezeigt? Nämlich ein Kristall, der hinter mir ist. Den hatte ich eben nicht auf dem Schirm, aber es ist nur ein blauer. Mach ihn trotzdem mal gerade weg. Oh. Auch nur ein blauer. Kann ich lassen. Und ein violetter. Sehr gut. Damit haben wir zumindest schon mal ein, zwei von denen, die wir brauchen. Zeit für den nächsten Kampf. Bodum, bom, bodum, bom. Die Dinger. Die halten super viel aus. Also, normalerweise. Wir sagen, wir haben noch wirklich fast eine Minute, obwohl wir den A-Rang schon erreicht haben. Uff. Keine Gegner mehr? Die Waffen schon mal für die da. Damit wir auch hier über 300 Gegner erledigen. Und das war ein bisschen von einem Rekord. Da ist eine Welt, die wir noch nicht bereisen können. Da ist ein Kristall. Die dreisternigen Gegnergruppe will ich auch gleich noch initiieren, also bekämpfen. Die Viersternigen sind mir so ziemlich egal. Da gibt es nur zwei Stück hier auf der gesamten Map. Die kann ich also jederzeit auseinanderhalten. Das Problem ist, die Dreisternigen, die suche ich öfters mal. Es ist einer. Sehr gut. Die Dreisternigen suche ich öfters mal. Deswegen will ich sie einfach schon mal alle haben irgendwie. Warte mal. Lass mal. Wir machen mal den da. Drehen uns. Bumm. Und nun der da. Der eine ist zwar gerade offscreen gewesen, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir ihn erledigt haben. Oh Mann, die Armen. Na, kriegt ihr genug von euren Gegnern? Könnt ihr sie euch gut genug ansehen, bevor sie innerhalb von einer halben Sekunde erledigt werden?
So, das ist gar kein so schlechter Kurs hier. Wegen der Kristalle. Ist der dahinter? Nein, der ist da drüber, oder? Eventuell nicht. Also der hier. Der ist daneben. Den brauche ich mir dann schon gar nicht mehr ansehen. Der hier ist auch keiner. Okay. Dann ist eine 4-Sterne-Gegnergruppe. Wie gesagt, die brauche ich nicht zu bekämpfen. Die kann ich sehr leicht auseinanderhalten. Gibt nur zwei. Das ist auch ein blauer Kristall. Dann müssen wir gucken. Das hier ist übrigens wieder der Sandwurm-Boss. Den werde ich auch noch später bekämpfen müssen. Mache ich jetzt nicht. Dann ist ein Violetter. Den rechten habe ich gerade schon gesehen, das war ein blauer. Ich wollte nur nicht zu nah dran, weil sonst hätte ich den Sandwurm-Boss gestartet. Und dann wäre ich ein bisschen desorientiert gewesen, ist das Problem. So. Hier haben wir noch eine 3-sternige Gegneruppe. Da hinten, was ist denn das für ein Kristall? Werde ich gleich sehen müssen. Erstmal der da. Oh, wie gut. Ich habe immer noch ein bisschen Zeit übrig. Ich komme sehr gut voran nebenbei. So, einfach mal draufhalten. Bumm. Dieses Kringelding, worauf ich gerade draufgehalten habe, nebenbei ist einer der stärksten Herzlosen, die es überhaupt gibt. Die mit am meisten aushalten. Da, diese Dinger da. Die sich da so jetzt in Formen bewegen. So ein bisschen wie Xaldins Lanzen. Ich schätze mal, daher kommt auch die Inspiration für die Dinger. Achso, wir haben den Arang ja schon. Ich dachte mir gerade, das wird langsam knapp, aber nee. So, noch was. Lass mal kurz was gucken. Informationen, Gummirekorder. 3-sternige. 2, 3. Da fehlt tatsächlich noch einer. Aber da ich sie alle ziemlich nacheinander bekämpft habe, könnte es sein, dass er mir gleich angezeigt wird irgendwo. Wieso sehe ich den Kristall hier nicht? Achso, deswegen. Weil er nur ein bisschen weiter oben war. Den brauche ich nicht abschießen. Ah, sehr gut. Da ist noch einer von denen. Au. Egal. Mal gerade gucken, was den Kristall da drin angeht. Ja, es ist auch einer von denen. So, noch einer, sehr gut. Jetzt mal die ganze Reihe entlang. Na, den brauche ich nicht. Das ist ein blauer, den habe ich gerade schon gesehen. Und das da hinten ist auch ein blauer. Okay. Dann können wir jetzt gerade mal gucken. Ich sehe nur den 4-sternigen und einen 3-Stern-Boss.
Das da hinten ist ein blauer, okay. Da drin ist eine zweisternige Gegnergruppe. Und was ich hier sehe, wird wahrscheinlich im Berg sein. Das ist also ein blaues Dingens. Das Teil Dingsi. Ah, die Mission ist das. Davon dauern jetzt noch ein paar auch von diesen Gegnern. Nicht, dass es sehr viel bringt, dass sie da sind. Das war schon der A-Rang. Wir müssen natürlich wieder eine halbe Minute aushalten. Mal die Schiffe loslassen, aber das war's. Gut. Das war ein blauer. Der da zumindest. Habe ich mit denen eigentlich jemals angesehen? Ich glaube, das war auch einer. Könnte das? Ich glaube, wir hatten noch keine in dieser Gruppe. Ich glaube, das ist unsere letzte 3-Stern-Gegner-Gruppe. Na, 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 na. Schon wieder mit solchen Dingern? Ja, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Und gerade eben bei der 2-Stern-Mission habe ich die Dinger ja quasi vorgestellt. Also, ich glaube, wir sind safe, was die 3-Stern-Gegner-Gruppen angeht. Was sehr gut ist. Ob mir hier irgendwas im Screen entkommt. Wie viele Kleingegner einfach als sozusagen Schutzschilder reinkommen. Putzig! Oh, das ist schon der A-Rang. Checken wir mal kurz. Gummirekorde. Yes! 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 2-sternig, die beiden 4-sternige, noch 2 2-sternige und natürlich die 3 Bosse. Wie gesagt, die 2 4-sternigen auseinanderzuhalten ist nicht schlimm. Mit anderen Worten, die 3 2-sternigen wird noch hart. Dann muss ich noch die Sternbilder finden und wie viele Baufragmente noch? War es nur noch 3? Hohohoho, das ging ja viel schneller als erwartet. Uff. Und ich war noch nicht in der Höhle drin, die jetzt direkt vor mir liegt. Da oben ist ein blauer. Da hinten ist schon einer von den 3. Yo. Komm. Wie kaputt? Oh Gott, willst du mich gerade verarschen?
wenn ich rausgehe aus der Lava. Komm schon. Einfach kontinuierlich draufhalten. So, geht doch. So. Jetzt muss ich die anderen noch abklappern. Am besten auch noch in diesem Part, einfach nur damit ich später nicht durcheinander komme. Ein, zwei werden wohl auch oben drauf sein. So. Nur mal kurz, um mich zu stoppen, weil das eine soll hier angeblich in der Nähe sein. Ich weiß noch nicht, ob oben oder unten. Wo ist denn das eine, was ich hier sehe? Das ist ein blauer. Okay. Ich gucke erstmal gerade außen rum, bevor ich da reingehe. Das ist ein blauer. Da ist noch eine neue Schatzsphäre. Stimmt, die habe ich auch noch nicht geöffnet. Aber um die will ich mich gerade noch nicht kümmern. Uiuiuiuiuiui, warte mal. Wieso habe ich den nie gesehen? Ich habe den nie gesehen, der hier ist. Wieso? Das ist nur ein blauer. Also weg hier! Auch ein blauer, sehr gut. Gut, jetzt ist die Frage, was ist denn mit denen, die hier sind? Weil ich habe so wenige davon erst gesehen. Von außen rum bringt das überhaupt nichts. Ich habe nie neben dem Sturm hier geguckt, oder? Ja, ja, das weiß ich, dass ich da nicht weiter kann. Ist alles okay. Okay, da war ein blauer. Noch ein blauer. Der Sandwurm-Boss. Noch ein blauer. Die müssen wirklich alle dort in dem Berg drin sein. Noch ein blauer. Okay. Gut, Frage, wo ist der Berg jetzt eigentlich hin? Da hinten. Okay. Gut, gucken wir nochmal schnell rum. Das ist ein blauer. Gut. Das ist ein blauer? Sehr gut. Jetzt muss ich den einen innen finden. Wenn das der bei der Lava ist, dann ist sowieso ein blauer, weil das... Den habe ich ja gerade schon als Violetten abgeschossen.
Hm, ich werde den nicht zu sehen bekommen. Das ist ein blauer. Der, den ich meine, ist... nicht sichtbar. Was schon mal sehr beunruhigend ist. Uff. Hier oben irgendwo. Ja, es war ein Violetter. Na bitte. So, wir nähern uns der Stunde und 10 Minuten. Das ist ein bisschen mehr, als ich diesen Part beanschlagen wollte, aber ich will jetzt noch den letzten finden. Sofern ich es denn kann. Er muss hier in der Nähe sein. Der allererste, angeblich. Warte mal. Hier ist auch ein Eingang. Der untere wurde schon als blau gesehen gerade. Und innen drin wird wohl noch irgendwie ein Abzweig sein. Bumm. Ach komm. Ich werde den gerade mal abschießen, einfach nur, damit ich nicht wieder durcheinander komme. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Irgendwie glaube ich nicht, dass er in der Höhle ist, weil der Äußere ist hier jetzt der unten ist. Genau. Wenn er also nicht in der Höhle ist, bedeutet das im Prinzip, dass er überall sein kann. Hm. Nicht so doll. Der ist blau. Der ist blau. Das war der eine, den ich hier eben nicht sehen konnte, oder? Schatzsphäre gerade noch mal. Der ist blau. Nächster. Hier hinten. Der ist blau. Was mit den äußeren hier? Der ist blau. Hm. Das wird ein bisschen schwieriger als gedacht. Bin mir gerade überhaupt nicht sicher, was den hier angeht. Auch blau. Oh
Gucke ich gerade nochmal hier außen rum. Und ansonsten werde ich es fürs erste Mal gut sein lassen. Auch blau. Mies. Dann kann ich es fürs erste nicht ändern. Ups, das war ein Versehen. Nun gut, aber dann kann ich es fürs erste nicht ändern. Dann muss ich erstmal damit leben, dass mir ein Bauplan fehlt. Ich meine, es ist nicht gesagt, dass ich ihn nicht finde oder eine schwere Zeit haben werde, ihn zu finden. Schauen wir mal, vielleicht begegnet er mir ja zufällig, wenn ich im nächsten Part eine andere Welt ansteuere oder irgendwie sowas. Ja, ich bin gerade fast gestorben, aber das ist egal. So, gucken wir nochmal. Das war doch eine fehlende Mission, oder? 4 Sterne, 4 Sterne und 2 2-Sterne. Ja, das war eine fehlende Mission. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich zur Weltkarte und verabschiede mich für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte um Kommentare wie immer und sag kleines Overload. Im nächsten Part werden wir in die nächste neue Welt eintreten. Welche auch immer das dann sein wird, werden wir sehen. Und mal gucken, vielleicht kümmere ich mich dann auch um die Wegpunkte und die Schatzsphären. Mal schauen. Bis dann, danke fürs Zusehen und tschüss.